Ein herzliches Willkommen zur Taroskop-Legung mit Ella. Ich möchte euch wieder vorstellen, welche Karten ich in dieser Woche benutze. Und zwar haben wir für die Wochenlegung so allgemein Finde deinen wahren Weg von Colette Baron Reed. Das sind sehr schöne Karten. Dann haben wir für die einzelnen Tageskarten haben wir die Zilema Tarot. Das ist von, Sekunde, ich vergesse das immer, wie die heißen. Das ist von Loscarabeo. Loscarabeo. Da. Und dann haben wir als Orakelkarte die Weisheitskarten der Seele, meine Lieblingskarten, deswegen benutze ich die auch so oft. Und wir haben das Pagan-Katzendeck. Das haben viele auch sehr schön gefunden. Ich mag das auch sehr gerne mit Katzen. Es gibt leider viel zu wenige Tarot-Decks mit Katzen. So, und wenn ihr da irgendwas von haben möchtet, könnt ihr auf der Webseite www.ella-taroskop.de finden, wenn ihr wollt. Und nur damit ihr Bescheid weißt, was wir in dieser Woche verwenden. Wir haben auch schon die Verlosung für die Mauspads, haben wir ja schon gemacht. Das läuft noch bis Ende des Monats. Ich sammle die Daten, wer mitmachen möchte. Und dann wird zum Schluss ausgelost. Es sind jetzt schon zu viele, um das jetzt nacheinander zu vergeben. Wir losen das aus und gegen Ende des Monats Juni bekommt ihr Bescheid, wer gewonnen hat. Alles klar, dann viel Spaß bei deiner Legung. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 17. bis 23. Juni 2019. Schön, dass du da bist und auch in dieser Woche wollen wir natürlich schauen, was so energetisch bei dir los ist, was du nutzen kannst, worauf du achten solltest, was wichtig ist für dich. Und du schaust natürlich, ob das in deine Situation passt, ob das relevant ist für dich, ob dich das natürlich auch anspricht, damit es dir weiterhilft. Sollte das nicht der Fall sein, dann versuch's bitte auch nicht passend zu machen, weil dann würde dir das nicht weiterhelfen und das wäre schade. Ja? Wir wollen ja damit erreichen, dass du ein paar Impulse bekommst für irgendwelche Entscheidungen oder so. Wir haben die Königin der Erde als Energie von außen und das ist eben auch deine Energie, können aber natürlich auch andere Erdzeichen sein, Stier, Steinbock oder Jungfrau. Ne? Das sind so Energien, die von außen kommen, kommt dir also sehr entgegen. Auch Erdenergie, jemand, der eben auch pragmatisch ist, auf die Dinge achtet, detailverliebt, detailgetreu und auf Sicherheit und Stabilität setzt. Wir gucken, wie du über dich selbst denkst in dieser Woche, was du dir wünschst. Deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was nicht so gut ist und natürlich den möglichen Ausgang in dieser Woche. So, das wäre das. Und dann wollen wir natürlich gucken, was an den einzelnen Wochentagen so los ist. Ich muss das ja immer wiederholen. Die Tage werden Montag bis Sonntag gelegt. Aber es kann natürlich sein, dass für dich eine Situation an einem anderen Tag passt, dann ist das auch in Ordnung. Wenn das für dich hilfreich ist, ist es auch egal, für wann das gelegt wurde. Hauptsache, es spricht dich an und ist nützlich für dich. Wie du das nutzt und ob du das nutzt, entscheidest du natürlich selbst. So, wir wollen mal gucken, welche Energie bringst du denn in diese Woche mit? Was haben wir da für den Steinbock? Wir haben den Mond. Der Mond ist höchst sensitiv natürlich, ist auch Wasserenergie natürlich, hat eine dunkle, eine positive und eine negative Seite. Also ich will nicht sagen positiv, negativ, aber eine dunkle und eine helle Seite. Das, was verborgen ist und das, was nach außen gezeigt wird. Kann sein, dass du so ein bisschen hin und her gerissen bist und noch nicht so recht weißt, wo du hintendierst oder ja, vielleicht auch bezüglich deiner Umwelt, dass du da nicht so genau weißt, wo du hin möchtest. Wir gucken mal, was an den Wochentagen so los ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so, Samstag und der Sonntag. So, dann wollen wir mal schauen, natürlich als erstes, wie du über dich denkst, wie du dich selber siehst. Da haben wir der Hierophant. Der Hierophant ist diese Karte der Institution, das kann der Glaube sein, das kann das Selbstvertrauen sein, ist eine sehr spirituelle Energie, passt gut zum Mond natürlich. Vielleicht baust du dir innerlich gerade so ja, eine Brücke oder du
arbeitest so ein bisschen an deinem Selbstwertgefühl, an deinem Selbstvertrauen. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Aber du siehst dich halt irgendwie, glaube ich, im Moment so ein bisschen offen für Neues, für Veränderung, was eigentlich ein bisschen untypisch ist für Erdzeichen. Aber wir gucken mal. Was wünschst du dir denn in dieser Woche? Das Rad des Schicksals. Du möchtest, dass sich das Glück in deine Richtung dreht. Warum auch nicht? Warum sollte man auch das sich nicht wünschen? Wir gucken aber gleich auch, worum es geht in dieser Woche. Hoffnung und Ängste haben wir den Turm. Das heißt, kann auf der einen Seite sein, dass du dich von Dingen trennen möchtest. Das ist die Hoffnung, dass du Altlasten los wirst. Die Angst kann natürlich sein, dass der Turm unerwartet und von außen kommt. Also, dass jemand anderer Veränderungen hervorruft. Aber ich habe eher so das Gefühl, dass du selber auch so ein bisschen in dem Modus bist, ich möchte was verändern. Was ist gut für dich? Die 5 des Feuers, das ist die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe ist auch, benennt man immer mit Wettbewerb. Aber es kann auch ein innerer Konflikt sein, dass man etwas umsetzen möchte oder dass man Dinge klären möchte für sich selbst erstmal. Das heißt, dass du auch irgendwo Energie oder Temperament oder Feuer für etwas hast, wofür du dich engagierst. Das ist auf jeden Fall gut. Nicht so gut ist die Hohepriesterin. Ja, die passt gut auch zum Mond, aber warum die Hohepriesterin nicht gut ist für dich in dieser Woche, ist vielleicht einfach, dass du zu sensitiv bist. Das könnte sein. Es ist ja so, wenn jemand sehr empathisch ist und Dinge so erfühlt, sage ich jetzt mal, Wasserenergie, ist der natürlich auch leicht verletzbar. Und das gefällt dir natürlich überhaupt nicht, ne? Da kommst du vielleicht auch nicht so gut mit klar. Deswegen ist sie vielleicht nicht gut für dich. Möglicher Ausgang ist die Königin des Feuers. Das ist auch Feuerenergie. Das sind die Feuerzeichen Widder, Löwe oder Schütze. Kann eine Person sein, kann aber auch deine Energie sein, dass du mit Feuereifer an etwas arbeitest und mit Leidenschaft dabei bist. Das beinhaltet natürlich auch Gefühl, ist aber auch für dich als Erdzeichen ungewohnt, muss aber nicht schlecht sein. Wir gucken mal. Am Montag haben wir die 7 der Stäbe, schon wieder Feuerenergie. Die 7 der Stäbe ist ja diese Rüstung. Ich rüste mich für das, was ich verteidigen will. Das ist auch Verteidigungsmodus im Sinne von, ich kann das vertreten, was ich tue, was ich möchte. Ja, das ist jetzt nicht physikalisch verteidigen, sondern verbal oder dass man eben zu dem steht, was man möchte. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Dienstag haben wir den Teufel. Und das ist Obsession. Das heißt, du musst vielleicht aufpassen, dass du das nicht übertreibst und überziehst. Das könnte nämlich vielleicht dann nach hinten losgehen. Teufel ist immer Obsession zu viel von etwas. Etwas, wie gesagt, übertreiben oder zum Beispiel zu viel essen, zu viel trinken. Alles, was zu viel ist. Ja, da bitte aufpassen. Am Mittwoch haben wir die 2 der Schwerter. Da ist die Zurückhaltung. Da ist auch dieses, ich will keine Entscheidung treffen, das ist mir alles zu viel und ich weiß im Moment nicht wohin, deswegen halte ich mich zurück. Das ist für einen kurzen Zeitraum okay, aber ich glaube, es ist wichtig, dass eine Entscheidung gefällt wird. Donnerstag, da haben wir das Rad des Schicksals, was du dir auch wünschst, dass sich die Dinge in deine Richtung drehen. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Was haben wir am Freitag? Das Gericht, die Situation beurteilen, auch die Umstände, das, was dazu geführt hat. So, man macht sich so einen Rundumblick, wie sieht der Ist-Zustand aus, je nachdem, worum es geht. Was halte ich davon und wie gehe ich damit weiter vor? Ja, sich also ein Urteil fällen. Ne? Am Samstag haben wir den Eremiten. Das ist die Jungfraukarte, auch eine Erdenergie, könnte von außen kommen. Wir haben ja Erdenergie von außen. Da sucht man eben die Talente und Schätze in sich selbst, das Verborgene, das Licht in sich. Man arbeitet so nach innen. Ja. Am Sonntag haben wir die 7 der Münzen. Das ist auch sehen, was man schon erreicht hat. Sich auch überlegen, wo die Reise hingeht, passt mit dem Gericht gut zusammen und bedeutet natürlich auch warten, bis die Dinge reif sind. Und vielleicht ist da der Eremit das Zwischending, dass man überlegt, wo kann man denn seine Früchte sozusagen in den Boden säen, ja? Wo ist das Richtige? Was ist das Richtige für mich? Könnte sein. Wir schauen mal.
So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal mit dem zweiten Kartendeck an. So, wir haben dich als der Hierophant. Was bedeutet das? Wir haben Königin der Münzen, du bist in deinem Element, sicher, stabil und weißt, was du tust. Und die Zehn der Stäbe, Ballast abwerfen. Das heißt, du hast dieses Selbstvertrauen zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ich habe zu viel Ballast und ich werde ballastlos, weil ich frei sein will für die Dinge, die wirklich wichtig sind. So, und dann wünschst du dir natürlich, dass sich das Rad des Schicksals in deine Richtung dreht. Das haben wir dann die Liebenden. Und die Sonne, also du hast schon Ambitionen und wünschst dir ein bisschen Glück in der Liebe. Das ist doch schön. Und die Sonne bestrahlt das Ganze so positiv, da sieht das auch recht gut aus. Was ist der Turm in den Hoffnungen und Ängsten? Das Ass der Stäbe und der Tod. Ja, du willst frei sein für Leidenschaft. Das heißt, du möchtest dich ein bisschen von dem Erdgebundenen, sage ich jetzt mal, ein bisschen verabschieden oder ein bisschen loslösen, um leidenschaftlich etwas Neues beginnen zu können, nämlich möglicherweise eine Partnerschaft. Und das sieht ja sehr schön aus. Also ich denke mal, dass du wirklich Altlasten hinter dich bringst und vielleicht auch tatsächlich Zeiträume schaffst, um zum Beispiel jemand Neues kennenzulernen überhaupt oder jemanden, den du ins Auge gefasst hast, demjenigen oder derjenigen näher zu kommen. Sehr schön. Gut für dich ist die 5 des Feuers. Da haben wir das Ass der Schwerter, also Ehrlichkeit, und die 8 der Stäbe, Kommunikation. Die 5 der Stäbe bedeutet ja Wettbewerb. Und wenn wir jetzt auf die mögliche Beziehung oder den Wunsch nach einer Beziehung gehen, können das natürlich Mitbewerber oder Bewerberinnen sein, die um die Gunst einer Person buhlen, zum Beispiel. Und ich denke, dass du ehrlich und wahrheitsgemäß die Kommunikation suchst und mit dem Ass der Schwerter auch tatsächlich, ich sag mal, gute Chancen auf einen solchen Neubeginn hast. Das sieht sehr gut aus. Kommunikation hin und her, Kontaktaufnahme. So, jetzt haben wir die Hohe Priesterin in nicht gut für dich. Wir haben die 8 der Schwerter und wir haben den Ritter der Stäbe. Ja, das passt sehr gut. Ich denke, es könnte bedeuten, dass du eben aufgrund dieser Gefühle, die du für jemanden hegst oder der Leidenschaft, die du für jemanden entwickelt hast, eben auch verletzbar bist natürlich. Klar, dass du dir Gedanken machst, hoffentlich klappt das, ne? Hoffentlich war ich da jetzt zum Beispiel nicht zu forsch in meinen Äußerungen oder so. Aber das sieht gut aus. Dann haben wir die Königin des Feuers als Ausgang. Wir haben die 4 der Kelche und wir haben den König der Schwerter. Das sieht so aus, als ob die Königin der Stäbe, also das Feuerzeichen, möglicherweise das Angebot nicht annehmen könnte, eventuell. Ja, oder dass da irgendwie eine Äußerung, eine Aussprache, eine ja, verbale Sache ist, die nicht gefällt, sagen wir es mal so. Ja, der König der Schwerter ist ja immer sehr direkt und sagt, was er denkt und ist da manchmal auch nicht so übervorsichtig. Ne? Und das kann eben bedeuten, dass man mal daneben greift. Ja? König der Schwerter ist Luftenergie, Zwilling, Waage oder Wassermann und könnte auch eben diese Position sein oder dein Wettbewerber, deine Wettbewerberin. Ne? Dass man da aufpassen muss, eben, dass man da nicht den Kürzeren sieht. Also es geht tatsächlich um Wettbewerb. Wenn das deinen Job betrifft, dann ist das natürlich so, dass du einen leidenschaftlichen Neuanfang suchst, dass du ja dir auch wünschst, dass das eben endlich mal so ist, wie du dir das vorstellst, so wie du das liebst. Du möchtest, dass es harmonischer ist. Wir haben den Turm und du möchtest Veränderung herbeiführen. Und hier haben wir eben, dass man ehrlich darüber spricht. Dann haben wir auch, wie gesagt, den Wettbewerb. Das passt auch zum Job zum Beispiel. Wir haben diese Verletzbarkeit, wenn dir an etwas sehr gelegen ist. Und als Ausgang haben wir ja einmal die Luftenergie und einmal die Feuerenergie. Und wir haben hier den König der Schwerter, die 4 der Kelche. Und die 4 der Kelche ist ja so ein bisschen die Schmollkarte. Vielleicht schmollst du ja auch, das könnte auch sein, je nachdem. Ne?
So, du bist gewappnet am Montag mit den 7 der Stäbe. Wir haben die 9 der Kelche, Wunscherfüllung, und die 2 der Kelche. Also es geht wieder um erstmal Freundschaft, ja. Es muss auch nicht immer um Liebesbeziehungen gehen. Es kann erstmal um eine Freundschaft gehen. Man muss sich erstmal kennenlernen. Du bist ja auch ein Erdzeichen. Du hast es nicht so eilig. Du guckst dir schon ganz genau an, mit wem du es zu tun hast. Das ist auch gut so. Jetzt haben wir den Teufel da. Was ist das? Der Herrscher und der Hierophant. Ah, wir haben den Kasus Knaxus. Und zwar, du hast ja hier den Hierophanten. Du hast die Königin der Münzen und die 10 der Stäbe. Du wirfst Ballast ab. Und hier haben wir den Hierophanten nochmal, der sein Selbstvertrauen gesteigert hat. Und wir haben den Herrscher. So, und mit dem Herrscher könnte es dir passieren, dass du ein bisschen überziehst. Der Herrscher ist nämlich auch geneigt, etwas tyrannisch zu werden, wenn er es übertreibt. Und da wir hier den Teufel liegen haben, bitte Obacht, dass du eben nicht überziehst. Es ist wunderbar, wenn du dein Selbstvertrauen stärkst, wenn du weißt, wo es lang geht, wenn du weißt, was du willst und wo es hingehen soll. Aber du darfst deinen Willen nicht versuchen, anderen aufzuzwingen, ja? Auch wenn das unbewusst passiert, vielleicht achte bitte darauf, weil das schafft hier möglicherweise nur negative Aspekte. Das wäre nicht so schön. Versuch das charmant rüberzubringen, wenn du etwas möchtest. Wir haben die 2 der Schwerter, wir haben die 5 der Kelche und wir haben die Königin der Kelche. So, da haben wir zweimal richtig viel Gefühl. Die 5, pardon. Die 5 der Kelche sagt ja auch, da ist viel passiert, das ist vorbei. Da heult man so ein bisschen hinterher. Die Karte fordert dich auf, dich um das zu kümmern, was da ist. Die 2, die noch übrig sind, die 2 der Kelche hier. Und darum solltest du dich kümmern, denn dann hast du hier die Königin der Kelche, die kümmert sich auch. Das ist gefühlsmäßig sich kümmern. Ja, also vielleicht ist es auch hier die 2 der Schwerter, dass du es nicht gewohnt bist, dich mit Gefühlen zu befassen oder das ungerne tust. Oder dass du es einfach auch nicht gewöhnt bist, dass sich jemand um dich kümmert. Ne? Das solltest du aber ruhig annehmen. Die Königin der Kelche ist Wasserenergie, Krebs, Fische oder Skorpion. Kann aber auch einfach jemand sein, der nett ist, der dich aufmuntern will oder der dir gut zuredet oder ne, sei einfach offen und wie gesagt, versuche da nicht so einen großen Widerstand zu leisten. Das Rad des Schicksals. Wir haben den König der Münzen, auch wieder deine Energie, und wir haben die Gerechtigkeit. Für dich ist es wichtig, dass es eben was bringt und dass es fair zugeht. Das ist für dich ganz wichtig. Und das haben wir direkt daneben nochmal, das Gericht. Und dann haben wir den Knabe der Kelche. Und wir haben das Ass der Münzen. Also, die Situation sieht gut aus für dich. Du siehst, was du erreicht hast, beziehungsweise welchen Neubeginn du starten kannst, wo du zum Beispiel Geld investieren kannst. Aber auch Gefühl, wenn es um Gefühl geht, ja. Ich denke mal, es geht sowohl in Partnerschaft als auch im Beruflichen darum, ausgewogen zu sein, also nicht dramatisch zu werden oder auch fair zu bleiben. Wobei du selber auch aufpassen musst, dass du mit deiner Herrschermentalität hier da nicht, ich sag mal, zu viel Selbstvertrauen an den Tag legst oder versuchst, jemanden dahin zu steuern, wo du ihn haben willst. Das macht man manchmal unbewusst, das ist auch, kann passieren, aber beobachte das, ne? Weil damit wirst du auf Granit beißen. Und hier haben wir eben ein Entgegenkommen oder eben auch, dass du jemandem die Hand reichst und sagst, du, lass uns das machen, lass uns da zusammen etwas auf die Beine stellen. Kann privat sein, kann auch beruflich sein. Es sieht hier nach Finanzen aus. Wir haben den Eremiten, wir haben die 8 der Münzen und wir haben die 3 der Kelche. Also, der Eremit, das ist so, wie wenn du dich in ein neues Metier einarbeitest. Du arbeitest daran, das alles kennenzulernen, wenn du zum Beispiel Fonds kaufen willst, ja. Und dann musst du dich erstmal da reinarbeiten, wie das funktioniert und wo du am besten fährst. Und das versuchst du einfach mal. Du arbeitest dich da rein. Und dann haben wir hier die 3 der Kelche.
Das kann auch in Gemeinschaft sein oder jemand von deinen Freunden bringt dich darauf oder du machst das mit mehreren zusammen. Das ist einfach, denke ich, etwas, wo du zum Beispiel investieren könntest. Du kannst ja Summe X sagen, wenn das nicht hinhaut, dann ist das nicht schlimm, wenn die weg sind. Sagen wir mal 100 Euro zum Beispiel. Und wenn das weg ist, gut, dann habe ich es versaut und dann ist das nicht schlimm. Ja? Aber es ist das Risiko wert, sich mal irgendwas zu trauen. So, und dann musst du natürlich warten. Wir haben die 7 der Münzen. Wir haben den Ritter der Kelche und wir haben die 4 der Schwerter. Ruhephase. Ja, liebevoll mit dir selber umgehen, nicht ungeduldig werden, nicht nervös werden, vor allen Dingen nicht investieren, was du nicht hast oder was du vielleicht brauchen könntest, sondern du solltest, wenn dann da, nur etwas investieren, was du eben nicht unbedingt brauchst. Ja, und wenn es nur 50 Euro sind, ist auch wurscht. Ja. Jedenfalls haben wir hier eine Ruhephase, es wird ruhiger. Ich denke, dass du hier möglicherweise jemanden hast, der vielleicht auch nicht darauf erpicht ist, eine Beziehung einzugehen. Kann auch ein Kollege sein, wenn es um den Arbeitsbereich geht, wo du dann irgendwie nicht vorankommst. Hier haben wir dann, dass du auf jeden Fall dein Selbstvertrauen ausbaust, dass du, sagen wir mal, hier ein bisschen zurückhaltender bist, auch mit Gefühlsäußerungen. Oder auch nicht willst, dass andere wissen, dass dich was verletzt hat. Wir haben hier das Rad des Schicksals und wir haben den König der Münzen, deine Energie, sicher und stabil und Gerechtigkeit. Und dann haben wir hier direkt das Gericht, sich ein Urteil bilden und vielleicht deswegen der Kelch versuchen, etwas zu investieren, etwas Neues zu beginnen, möglicherweise mit anderen zusammen, daran zu arbeiten, sich in die Materie einzuarbeiten mit dem Eremiten und zu sehen, ob du da ein Talent für hast, das ist ja auch schön, und dann zu warten, was dabei rauskommt. Ja, klingt sehr spannend, ja, aber du bist ein bisschen, sagen wir mal, mit Gefühlen konfrontiert in dieser Woche, die dich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht beunruhigen, aber neu für dich sind, ja, so ein bisschen hin und her gerissen, ein bisschen sensibler als sonst, das muss aber nicht schlecht sein, nur wie gesagt, es ist ungewohnt für dich, ja. Schauen wir mal auf die Nummer 43. Also, das heißt nicht, dass du sonst nicht sensibel bist, aber dass diese Gefühle neu sind und dass du dich da erstmal irgendwie einfinden musst. Ich möchte das nicht, dass du das falsch verstehst, ja. Wir haben hier die Nummer 43 Details. Die mächtigsten Strukturen bilden sich innerhalb der winzigsten Details. Gib auf sie Acht. Also es geht um Details auch hier. Ne? Jetzt ist die Zeit, um in allen Bereichen deines Lebens auf die leisen Zwischentöne zu achten. Widme dich den Feinheiten und mache dir jetzt um die groben Umrisse keine Gedanken. Wenn bei deiner Kartenbefragung dieses Motiv auftaucht, ist das ein Zeichen, dass du dich bei einem Projekt um die Feinarbeit kümmern musst, um die kleinen, aber wichtigen Gesten oder in deine Korrespondenz eine persönlichere Note einbringen solltest. Was du jetzt wissen musst, liegt in den Details. Kümmere dich um die Einzelheiten, bevor du dich auf eine Vereinbarung gleich welcher Art einlässt. Nicht hinterher, wenn es zu spät ist. Klarheit und Transparenz sind entscheidend. Es kann dir wichtige Einsichten bescheren, wenn du auf die subtilen Formen der Körpersprache achtest, auf einen flüchtigen Gesichtsausdruck oder eine beiläufige Bemerkung, in der sich etwas vom größeren Bild offenbart. Also, wie gesagt, mit dem Eremiten schaust du ja auch so nach innen, ob das was für dich ist. Du sollst natürlich auch kein größeres Risiko eingehen und du sollst auf die Details achten, sowohl im persönlichen Bereich, dass du eben, ja, ich sag mal, nicht zu fordernd wirst oder zu bestimmend, sagen wir es mal so, dass du kommunizierst, auf jeden Fall. Die Hohepriesterin ist ja für die Zwischentöne zuständig, aber wir haben hier halt auch die 8 der Schwerter, das ist dann übertrieben viel Gedanken und der Ritter der Stäbe ist ja eben Begeisterung. Vielleicht ist das eben das, was neu für dich ist, dass du dich so für etwas begeisterst und dass dich das so ein bisschen verunsichert oder irritiert zumindest. Ne? Aber es ist insgesamt eine spannende, schöne Legung. Es geht um Beziehung, es geht um positive
Auslebung dieser ganzen Sachen und es geht um ein kleines Risiko, dass du etwas riskieren sollst oder vielleicht sollst du einfach nur Lotto spielen. Schauen wir mal, was du davon hältst, wie du das vielleicht umsetzt. Ich bin sehr gespannt, was du dann im Nachhinein berichtest, wie das für dich stimmig war. Und ich würde mich auch freuen, wenn dann hier irgendwie sowas kommt. Du sollst ein bisschen was riskieren und gewinnst dann hoffentlich auch, ne? Dann würde ich mich tierisch freuen. Ja, mein lieber Steinbock, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Bin gespannt auf deine Rückmeldung. Und wenn es dir geholfen hat, würde ich mich auch über ein Däumchen hoch sehr freuen. Dankeschön und bis bald.